Und jetzt geht es darum, dass, wenn ein Patient da ist, dass er sein Smartphone mitnimmt und so ähnlich wie bei der Paketzustellung danach auch verfolgen kann, gut, wo bin ich dran? Und er wird auch informiert. Also das ist was ganz Einfaches. Und natürlich die App nach wie vor würde helfen. Ist etwas, was dann zentral ist. Und die Rettung also in der Westentasche, Christian Linde? Das ist zumindest ein Teil der Lösung. Wir werden nicht jetzt alles mit digitalen Instrumenten bewältigen können, was mit dem Virus zusammenhängt, aber wir müssen eben alle intelligenten Möglichkeiten nutzen, um, ich unterstreiche das nochmal, über lange Zeit mit dieser Pandemie leben zu können. Und leben heißt eben auch, sich bewegen können, dass die Wirtschaft funktioniert, dass im Bildungsbereich es nicht allzu viele Verlierer gibt aus der Situation. Zwei Gedanken zu dem, was Ranga Yogeshwar gesagt hat. Der erste ist, ich weiß, dass es anders gemeint ist, aber mir ist dennoch in dieser Gegenwart wichtig, das mal zu unterstreichen. Viele sind wegen des edlen Zwecks des Gesundheitsschutzes momentan sehr schnell dabei, Fragen der Gewaltenteilung, der Grundrechte unserer Verfassung so zu relativieren. Wie gesagt, ich spreche dich nicht persönlich an. Ich halte das für gefährlich. Es zeigt ja, wenn man nur einen guten Zweck hat, ist man schnell bereit, auch bestimmte Garantien für den Einzelnen aufzugeben. Und das Zweite ist, ich glaube, wir müssen gar nicht am Datenschutz schrauben, sondern unser Datenschutz würde absolut erlauben, dass wir digitale Möglichkeiten nutzen, um erstens Infektionsketten erkennbar zu machen. Das ist keine Raketenwissenschaft. Warum gibt es diese App bei uns nicht? Aus der Start-up-Community erreichen mich ganz viele Beschwerden von Codern, Ingenieuren, die da gerne helfen wollten. Die sagen, wir finden keinen Ansprechpartner, werden abgewimmelt. Und das Zweite ist, ich hätte gerne eine App, in der ich meine Herzfrequenz über meine Sportuhr und meinetwegen meine Körpertemperatur und so weiter eingeben kann. Und dann wird mein Gesundheitsgeschehen für mich dargestellt. Und möglicherweise gibt es eine Warnung, Achtung, hier hat sich etwas verändert in der letzten Zeit, lass dich bitte testen. Und da wäre ich auch bereit, diese Daten anonym zu teilen, damit insgesamt in der Bevölkerung geschaut werden kann, welche, eine künstliche Intelligenz vielleicht, welche Korrelationen gibt es. Warum haben wir das alles nicht im Jahr 2020 in Deutschland? Meine Antwort, weil leider wir innerhalb der Regierungen und der Verwaltungen an vielen Stellen keine zentrale Koordination von Digitalisierungsaufgaben haben.